Aber dafür brauche ich wahrscheinlich irgendwas erstmal, womit ich forschen kann. Egal. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge GCB Pioneer Mars. Ja, 3 Wochen ist es her, dass ich das letzte Mal was aufgenommen habe. Jetzt bin ich hier gerade am gucken. Warum steht mein Auto hier draußen und ich... Inventar wollte ich nicht. Ah, da sind die Scheinwerfer. Ja, ich will natürlich erstmal hier. Das Auto reinstellen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Gehe ich hier erstmal rein und gucke erstmal. Was bist denn hier? So, was haben wir denn? Ah. Okay. Das ist fertig. Das ist auch fertig. Das ist verbunden. Oh, wir haben alles fertig. Cool. So, irgendwie war doch hier was. Von wegen Aufrüsten, ne? Aber dafür brauche ich Punkte. Einen habe ich. Und brauche aber 5. Okay. Also das geht noch nicht. Aber kann ich vielleicht noch so einen 4. bauen? Und brauche ich so viel überhaupt? Netzwerkstatus. Produziert 2900, Verwendung 2200. Also da haben wir einen Sandsturm, ja. Abfall. Produziert 250. Verwendet 0. Aha. CO2 00. Wasser. Verwendet 100, produziert 2800. Das ist alles im grünen Bereich. Okay. Wir verbrauchen offensichtlich zu wenig. Was kann man hier mitmachen? Da brauchen wir Abfall für. Keine Ahnung warum. Da zeigt er uns also an, im Grunde, was fehlt. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Und genau, hierher.
Die Modernisierung der Raffinerie auf Stufe 2 wird in fortgeschrittener Mischung. Und erweitern Sie Ihren Horizont. Nun, da Ihre Kolonie eine solide Basis für Operationen ist, sollten Sie ein Landepad konstruieren. Dieses wird... Den nehmen wir mal an, denn das Landepad haben wir ja schon. Und Raffineriestufe 2. Das ist die Raffinerie. Das, einen Punkt haben wir, wir brauchen aber wieder 5. Wo kriegen wir jetzt Punkte her? Okay, was wir mal machen können. Sauerstoff brauchen wir jetzt hier nicht. Aber wir sollten was essen. Wir sollten was trinken. Und wir brauchen Energie. Gut. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Energie brauchen wir. Das kann weg. Leeres Dingsbums da, das ist auch leer. Das können wir fertigen. Okay. Und wir können hier so eine Notration fertigen. Inventar ist voll, ja schön. Dann holen wir das doch einfach mal hier raus. Das können wir fertigen, dann ist das weg. Und das können wir auch fertigen, dann ist das leere auch weg. Und dann nehmen wir das raus. Und mehr geht nicht. Dann gehen wir mal eben. Unserem Lager hier hin. Okay, das ist ein volles Lager.
Dann gehen wir zu dem anderen, gucken, ob wir da noch was unterkriegen. Jo, da passt noch was. Sehr schön. Da muss ich lang. Und dann gucken wir mal, welche Aufträge jetzt überhaupt noch oder welche Aufgaben jetzt überhaupt noch aktiv sind. So. Wie war das? Landepad. Das Landepad haben wir schon. Also, wir müssen das Landepad im Grunde, was jetzt da ist. Ist das gemein? Das Landepad muss wieder weg. Das weg. Ja, 90% der Baumaterial verlieren. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Baumenü. Landepad. Okay, dann gucken wir mal. Kohlenstoff, Aluminium, Eisen. Kohlenstoff. Okay, das ist das Einzige, was da ist. Halt, da müssen wir lang. Aber wenn 90% verloren geht, wo bleiben die restlichen 10%?
hätte sie erst aktivieren müssen. Das heißt, ich muss es jetzt noch mal wegnehmen, obwohl ich da schon wieder was reingepackt habe. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. So, jetzt noch mal Landepad. So. Und noch mal versuchen. Wir haben ja hier die Raffinerie, das Recycling Center. Hat das auch ein Inventar? Denn das wäre dann ja verbunden. Nee, offensichtlich nicht. Okay, um den Weg nicht ganz so weit zu haben, gehen wir dann an die Raffinerie und holen uns das da raus. So. Schrott. Reines Titan, reines Kupfer, reines Eisen, reines Nickel, verfeinertes Eisen, Aluminiumlegierung. Dann ist hier diverses. Kupfer brauchen wir nicht. Gold brauchen wir nicht. Magnesium brauchen wir nicht. Titan brauchen wir nicht. Zink brauchen wir nicht. Kobalt brauchen wir nicht. Nickel brauchen wir auch nicht. Kieselsäure. Okay, Kieselsäure haben wir auf jeden Fall schon mal 9. Was haben wir hier noch? Sauerstoff. Nee, aber Kieselsäure können wir uns drum kümmern. Verfeinertes Eisen, verfeinertes Kupfer, verfeinertes Aluminium. Raffinierte Kieselsäure. Genau, da haben wir sie. Viermal. Gut, also Kieselsäure brauchen wir, Aluminium, Kohlenstoff und Eisen. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als erstmal wieder auf Tour zu gehen. Das heißt, wir können hier erstmal einmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nö. Da ist nichts. Hier auch nicht. Ich frage mich nur, wo die Sachen geblieben sind, dass ich das abgerissen habe.
Genau. Da komme ich auch noch nicht klar mit, was das nun ist. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich irgendwas erstmal, womit ich forschen kann. Egal. Wir gucken erstmal. Eisen, Kupfer, Aluminium und Zink. Also Eisen brauchen wir, Aluminium brauchen wir. Was haben wir hier? Kupfer und Kieselsäure. Hier haben wir Kohlenstoff, Aluminium und Kieselsäure. Eisen, Kieselsäure, Nickel, Kobalt. Also dieses Ding hier. Wäre wichtig. So, dahin wollen wir. Ziemlich hinter uns. Mal gucken. Ja, die Richtung stimmt. Ja, hier durchfahren, dadurch könnte klappen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz im Kopf, weil ja, 3 Wochen her. Aber ich sehe gerade, ob wir jetzt hier auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.